So, hier kommt der Boden rein. Ich mach mal lieber wieder Fackeln hin hier. Ja, da vorne bei dem Wasserreservoir, das können wir halt dann erst anpassen, wenn hier Wasser drin ist. Achso, das war Erde. Ja, nicht so schlimm. So, sind wir gleich hier hinten dran. Dann können wir mal gucken, wie wir die Diebesgilde machen. Jetzt muss natürlich irgendwie so ein Weg abgehen. Vorzugsweise in die Richtung. Vielleicht mit einer kleinen Treppe nach unten nochmal ein Stockwerk und da haben wir eine Diebesgilde drin. Und ich würde sagen, den Ausgang der Diebesgilde machen wir, wenn hier ist die andere Schiene, machen wir hier drüben im Wald, würde ich sagen, oder? Den Ausgang der Diebesgilde können wir drüben im Wald machen. Da. Wir müssen uns eine so kleine neue Erde machen. So. Nehme ich jetzt. Zack. Ich mach mal ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen, aber ich mach mal ein bisschen mehr. Ach, ich denke schon. So. Gut. Das hätten wir. Jetzt können wir hier natürlich alles dann noch verkleiden mit Stein. Ich nehme erstmal die Erde jetzt weg. So. Wie wir das hier machen, da gucken wir dann mal, wenn das Wasser drin ist. Gut. Ich finde das mit dem Reservoir hier cool, dass wir das gefunden haben. Das können wir ganz gut mit einarbeiten. Ne, hier oben bleibt natürlich jetzt die Bahn hier frei. Aber wenn hier Wasser ist, dann, ich glaube, da achtet man jetzt nicht drauf. Ich habe gerade noch eine Idee. Passt denn das gut? Hier ist die Mitte, ne? Das passt hier gut. Okay. Ich erzähle euch gleich, was ich jetzt hier mache. Wir können das eigentlich gut nutzen als Überlaufbecken. Na, auch als den, wir haben jetzt hier so ein Reservoir, das können wir hier rein auch machen. Hier können wir als Deko, können wir hier. Aha, das geht gar nicht auf die Höhe. Oh! Obwohl doch, das geht, warte mal. Warte mal. Das geht schon. Das wollte ich jetzt nicht machen. So, ne? Dann hat man hier nochmal, machen wir hier nochmal Wasser rein. Was dann hier rausfließt, genau wie hier. Da können wir hier nochmal ein Wasserbecken hinmachen. Ah, ist alles Erde. Ich sollte aber vielleicht lieber erstmal die Wand ringsrum ziehen. Sonst sehe ich dann nicht mehr, wo ich was machen wollte. Das wollte ich schon mal nicht machen. Seht ihr? Okay, wir brauchen noch eine neue Schabizacke. Wo habe ich ihn? Hä? Ah, hier. Okay. Habe ich denn noch, kann ich das gleich mal hier umcraften, so.
zack, zack, zack. Ne, da hat man hier nochmal. Hier drin halt nochmal wie so ein kleines Wasserreservoir. Reservoir. Und das fließt dann halt hier so raus. Ich mach mal. Wir machen das hier mal schnell fertig. Da können wir da eine kleine Fackel erstmal dran belassen. Da müssen wir die immer wieder wegmachen. Könnte man jetzt hier natürlich auch noch machen, so ein kleines Wasserreservoir, ne? Das kann man nicht. Wir können das ja auch so als Deko machen, dass es da rausfließt, so ein bisschen. So. Und dass man das hier so macht. Zack. Zack. So. Ne, dass man hier so ein bisschen die Optik hat von dem Reservoir. Hier machen wir natürlich ein richtiges rein. Hier könnte man so ein halbes reinmachen eigentlich. So halb offen. Das ginge. So. So, ich mach mal die Erde raus hier. Die Erde muss jetzt und so weg. Die Erde lasse ich mal drinnen. Wir brauchen ja eh noch diesen Boden. Daher werde ich das gleich mal. Das wollte ich nicht machen. Ich hoffe, das spült es dann. Ach so, gut, haben wir gleich gekriegt. Das ist gut. Hier machen wir dann noch einen Block hin. Ne? Da haben wir hier so eine schöne Ebene. Das Wasserreservoir. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier brauchen wir eigentlich keine Erde auffüllen. Wie hier. Hier wollen wir es ja zwei tief machen. Braucht man ja hier nicht. Ich fülle das jetzt mal hier. Habe ich jetzt hier alles soweit verkleidet? Ja, 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 ja. Hier hinten noch nicht. Was können wir noch machen? Erde. Hier ist Erde. Kann alles. Das ist alles weg. Alles raus mit dem. Raus, raus, raus. So. Die Wand noch raus. Und dann hätten wir. Ich sehe gerade, ich habe voll überzogen schon wieder. Ach, wisst ihr was? Macht nichts. Ich sag jetzt mal nicht. Tschüss, wir machen einfach direkt weiter. Ich habe einfach mal einen Cut gesetzt, jetzt bestimmt schon. Habe ich schon gesetzt, ne? Also, der war schon gesetzt. Jetzt fiel es mir gerade erst auf, dass die Folge zu Ende wäre. Ach ja. So. Gut, jetzt können wir das hier. Hätten wir hier nochmal ein bisschen Gestein. Das reicht jetzt so nicht. Ja, und das mal halt hier dann irgendwie. So. Dass man hier vielleicht dann hochhopsen kann. Ja, man könnte hier. Warte mal, ich habe gerade so eine Idee. Ich weiß nicht, wie ich die umsetzen kann. Ah, hier kommt das nächste Lagerhaus. Nur, das passt. So. Das ist hier ein bisschen durchgebrochen, dass man jetzt hier raushüpfen kann. Und dann kann man quasi. Hab ich die Fackeln hier? Hier müssen natürlich jetzt auch mal die Fackel hin. Die kann dann theoretisch sogar bleiben. Als Zeichen, ne? So. Die Erde hier hinten noch. So, langsam. Ich meine, ich mag Salz, aber jetzt nervt. Ich mach mal jetzt hier. Die Erde. Das Wasser soll hier durchfließen, genau. Das hier. Ja, und die Erde machen wir natürlich wieder weg dann. Und die Decke können wir erst machen, wenn wir halt das hier fertig haben. Wartet mal. Ich hau jetzt mal hier ein bisschen was hier rein. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das auch nicht. Das kann weg, das kann weg. So. Denn ich brauche jetzt hier. So.
Und jetzt brauchen wir nämlich hier, wenn wir das zumachen. Ich setze jetzt gleich mal, ich fange mal hier hinten an. So. Ich sollte... Moment. Das wollte ich nicht. Moment. Ich wollte den hier. So. Hilfe, 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 Hilfe. So. Ne, so langsam wird's. So langsam wird es. Gar prächtig. So. Jetzt haben wir natürlich eine Fackel, das ist natürlich ein bisschen doof. So. Wo sind wir jetzt hier? Ich setze mal hier eine Fackel, eine Fackel. Den Wassereimer hin. Hier. Zack. Ne, jetzt haben wir das hier schon mal. Hier können wir das Ötlei reinsetzen. Das ist jetzt theoretisch sogar schon gleich in der Höhe. Sollte hinhauen. So. Zack. Okay, hier hat es das schon angepasst. Sehr schön. So. Haben wir alles in der Höhe. Klasse. Jetzt können wir nämlich hier... Ne, jetzt machen wir hier die Erde wieder raus. Dann kriegen wir den schönen schlammigen Boden. Und hier geht es natürlich eins tiefer. Da muss man da tauchen. Ich könnte ja böse sein und sagen, ihr wisst, wie der Eingang zur Diebesgilde sein wird hier, ne? Ihr wisst das. Aber. Aber. Wo der trockene Eingang ist, das verrate ich euch nicht. Das könnte ich machen. Das wäre zwar sau fies, aber das wäre gut. Das wäre irgendwie witzig. Und das werde ich wohl machen. Also ich zeige euch nicht, wo wir den trockenen Eingang dann machen. Na, ihr müsst dann schon hier tauchen, wenn ihr rein wollt. Ein bisschen böse, aber gut. Böse, aber gut. So. Ne? Da hat man das hier. Und jetzt kann man natürlich, wenn hier oben das nur noch halb ist, wie jetzt hier... Ach, guck mal, hier müssen wir gleich noch. Ich habe ja den Helm auf, ich kann ein bisschen unter Wasser bleiben. Ne, hier hat man das jetzt. Und dann weiter tauchen, ne, und dann... Ja, das ist ganz gut. Ich denke, das passt ganz gut. Ich mache das jetzt mal hier, ich fange jetzt mal hier an. Jetzt bin ich reingehupst. Nein, das wollte ich nicht. Hilfe. So. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Es zieht mich. Es zieht mich. Der Sog ist zu stark. Der Sog ist zu stark. Dann hat man es hier so ein bisschen. Ja, das finde ich gut. Und wieder runter tauchen. Zack. Zack. Oh, das war schon wieder verkehrt rum. Wop. Als zwei machen wir mal. Jetzt wird es natürlich. Ne, jetzt ist natürlich hier zappenduster. So soll es ja auch sein. So soll es sein. Man soll ja, es soll ja nichts auf die Diebesgilde hinweisen. Ja, es soll ja ein Geheimnis sein. Man soll nicht wissen, dass in dem Dorf überhaupt eine Diebesgilde am Werk ist. Das soll man gar nicht wissen. Hilfe, Hilfe, der Sog ist schon wieder zu stark. Ach so. Ah, hier kommen wir bis hin. Na gut. So. Und Achtung, Zappenduster. Jetzt wollte ich mich gerade schon wieder da reinziehen. Aber das war nichts. Nicht mit mir. Oh. Ah ne, doch, haut hin. Zack, zack. So. Das sieht irgendwie cool aus. Irgendwie hat's was. Ne, jetzt können wir hier natürlich... Ach.
So, wartet mal, hier fehlt ja jetzt. Das können wir kurz dann gleich dran machen. So. Das passt. So, jetzt können wir nämlich hier rein. Wow. Jetzt brauchen wir natürlich wieder die Eimer. Ich brauche Wasser. Gib mir Wasser. Hilfe, 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 Hilfe. Warte mal. Ist das jetzt hier? Das ist ja doof, warte mal. Warte mal. Ich nehme das mal hier raus. So. Wupp. So. Gut. Jetzt können wir natürlich hier. Zack. Und. Toll. Echt jetzt? Warum fließt das nicht zusammen? Ich kann hier nie hoch. Oh, da ist er noch. Ich vergessen. So. Was habe ich die Falle gesetzt? Warte, ich brauche noch einen Eimer. Ich muss gerade nachdenken, wie ich das hier am besten mache. Da das nicht seitlich fließt, warum auch immer. So. Ach, jetzt habe ich das andere vergessen. Lass mich mal durch. Lass mich durch. So. Zack. Und zack. Gut, jetzt hätten wir das schon mal gemacht. Und jetzt natürlich, oder? Wartet. Nehmen wir das hier, das ist nicht so schlimm. Das hat mich ja sonst wohin getrieben. Zack. So. Ne, da hat man dieses kleine Wasserbecken da, so ein bisschen. Hoch noch. Zwischendurch können wir jetzt eh nicht mehr schwimmen. Ich gehe mal außen rum. Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe. Gut. So, das hätten wir hier auch gleich fertig. Gut, hier noch. So, ne? Wenn man jetzt hier guckt, hat man trotzdem hier diesen Eindruck von dem Wasserbecken. Das finde ich gut. Dort natürlich nicht. Das ist ein bisschen doof, aber ja. Es muss halt nicht ganz perfekt immer sein. So. Die Fackel natürlich. Hier ist das so ein bisschen eingestürzt, habe ich mir gedacht. Ne? Hier so ein bisschen. Wupp. Zack. Hier ist ein bisschen eingestürzt alles. Also ein bisschen Erde sieht man vielleicht ganz gut. Hier so, zack. Und hier so kommt man dann halt durch, ne? So. Und hier kommt man halt dann durch. Kommt man durch, zack.
Ich mach mal eine Fackel. So als Zeichen, ne? Dass man weiß, okay, die Diebesgilde ist hier. Mach ich das mal weg, hier mach ich mal eine Fackel, ne? So, ne, dass man hier so die Fackel hat. Hilfe, Hilfe, lass mich durch. So. Und dann geht's natürlich noch ein bisschen nach unten hier. Ich denke, das ist tief genug. Wir können natürlich in der großen Stadt dann können wir natürlich nochmal eine Diebesgilde machen. Vielleicht noch ein bisschen pompöser, die Diebesgilde, ne? Also wirklich mit richtig fetten Abwasserleitungen da und so. Das können wir natürlich machen. So, mal gucken, wie dann die Vorräte reichen. Oh Gott, die Vorräte. Ich wäre Stein, also bei der nächsten großen Stadt, die ich anfangen will, die Steampunk-Stadt, da wäre Stein ohne Ende brauchen. Aber wie viel Stein ich da brauchen wäre. Boah, das ist schon nicht mehr feierlich. Das ist schon... Puh, das wollt ihr gar nicht wissen. Das wird so viele Bausessions geben dann, das ist schlimmer als hier. Kann ich schon mal voraussagen. Lal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 a. So. Wenn man natürlich zur Diebesgilde hier gehört, dann kann man natürlich auch ruhig sehen, wollte ich sagen, dass man hier... Was ist denn jetzt los? Nein, das ist nicht gut. Dann kann man natürlich ruhig sehen, wollte ich sagen, dass man... Warte mal, wir können das eigentlich so machen hier. So. Das geht auch, das ist auch nicht schlecht. Ne, dann kann man das ja hier auch ruhig sehen, wo die ist, die Diebesgilde. Wenn man dazu gehört, weiß man es ja eh. So. Die haben wir noch hier, die kann man gleich hier mit reinsetzen. Jetzt passt das auch. Ne? Da kann man hier so drüber hopsen. Hier oben kann ich jetzt nichts hinmachen. Da kann ich maximal... Na, da kann ich auch was immer nur so gut. Na, das geht leider nicht. Gut, dann wollen wir das mal wegmachen. So. Dann kommen wir hier runter Richtung Diebesgilde. Ja, natürlich die Frage, wie machen wir die Diebesgilde? Soll die ein bisschen groß und pompös sein, ne? Ich meine, die haben ja viel geklaut. Das Problem ist, der Hafen kommt gleich theoretisch hier irgendwo. Also viel Spielraum haben wir jetzt nicht für die kleine Gilde hier. Ist halt nur eine kleine Diebesgilde. Ist nur eine kleine Diebesgilde. Ich meine, so viele Reiche gibt es ja hier ohne. Sind bloß wir, die hier reich sind und wir lassen uns nicht beklauen. Uns gehört die Diebesgilde ja immerhin. Wenn dann schon richtig, ne? So. Könnte man hier noch so ein bisschen Wasser irgendwie runterfließen lassen? Ich habe da gerade so ein paar Bilder so im Kopf, so eine Vorstellung. Meine Vorstellungskraft ist gerade voll am Arbeiten. Dass so kleine Rinnsäle vielleicht noch über den Boden fließen und so, ne? Ich erinnere mich gerade sehr an Skyrim. Da gibt es auch die Liebesgilde. In Riften gibt es die. Falls das noch niemand kennt, habe ich nicht gesagt, ne? Oh, kein Spoiler. Und ja, da ist das auch so ein bisschen. Da ist es so in so einer Zisterne ja drin. Das würde vielleicht auch ganz gut so ein bisschen passen hier. Habe ich denn noch Stein? Ich habe doch noch Stein mit, oder? Ach ja, komm hier, ich habe doch noch Stein. So. Dann wollen wir es gleich hier so schön machen. Jetzt müssen wir immer so ein Lager machen. So einen Tisch halt hin. Vielleicht ein paar Betten, ne? Nicht viele, vielleicht so 5 Betten oder so. So, mal gucken. Hier ist nämlich schon die Gasnarbe. Das heißt, hier oben drüber ist schon... Ne? Wir gehen mal... Oh. Erde. Ist gut oder schlecht, weiß ich noch nicht. Wir müssen natürlich auch eine Bahn lassen für Gestein. Also wir müssen natürlich noch verkleiden, das Ganze. Ach Mist, bevor ich es vergesse. Die Zisterne wird man noch anbinden hier.
fehlt ja noch was. Wo geht's denn hier hin? Achso, da gehen wir ein bisschen drüber, okay. Die Zisterne würde ich sogar so lassen wollen. Hier könnte man vielleicht so eine Säule hinmachen, ne? Das könnte man hier allgemein so ein bisschen. Also, eine Säule hinmachen hier. So. Ich sehe auch gerade gar nichts. Moment. Erstmal so hier. Säulen hat. So, vielleicht. Zack. Wartet. Ein kleines Screenshot. So. So, ein bisschen die Wand noch machen. Ach ja, und natürlich. Was jetzt noch fehlt. Hier haben wir das natürlich jetzt schon gemacht. Dort hinten ist auch schon fertig, ne? Hilfe! So. Kleine Sonne Fackel. Du bist weg. Na, hier leuchtet natürlich jetzt von oben. Aber das ist okay. Im Hauptgang ist jetzt dunkel. So soll es ja auch sein. So. Das fehlt ja natürlich noch hier. Passt perfekt. Sehr geil. Und hier hat man das nämlich jetzt hier abgebrochen, ne? Und hier kann ich was zumachen. Ah, jetzt kommen wir nicht mehr hier raus, ne? Okay. Das heißt, das muss weg. Das passt ja hier so ein bisschen dazu, ne? Hier ist alles so ein bisschen abgebrochen und. Ja, das passt ganz gut. Ich bin eingestürzt. Okay, wir brauchen aber jetzt einen. Das sieht irgendwie lustig aus hier, ne? Das sieht schon ein bisschen lustig aus. Ich gebe es zu. Ich überlege, ob man das hier irgendwie zumacht. Das ist aber draußen ein Steg. Das können wir nicht zumachen. Gut, die haben das halt ein bisschen. Die haben das halt hier reingebaut, ne? Wisst ihr was? Ich sehe das dann halt. So. Das wurde hier reingefräst, ne? In den Stein. Wo vielleicht auch mal eine alte Zisterne. Ganz einfach. So. Gut. Was haben wir hier? Erde. Ah, das ist die Zisterne. Ach, cool. Okay, da würde ich das so gleich hier anbinden wollen. So, ne? Hier so. Zack, zack. Geht dann der kleine Weg entlang. So. Warte mal, ich habe hier sogar eine Idee. Sekunde, Sekunde. So. Ganz easy, so, so. Ich zeige euch gleich, was es damit auf sich hat. Die Folge ist jetzt eigentlich zu Ende. Ich mache das auch mal noch fertig. So, hier noch die Wand hin. Und wir machen das hier als Versteck. Warte mal, ich hab doch noch. Hier. So. Wassermarsch. Wird nicht reichen. Ah, scheiße, ganz knapp. Okay. Macht ja nichts. Wir haben ja. Ach, guck mal, wir haben noch einen Waschereimer haben wir noch da. Na gut, hier geht's jetzt nicht. Hier, zack.
Ne, jetzt fließt es halt hier nach unten einfach weg. Dann habe ich noch hier das hier. Wenn man jetzt hier rauskommt, hat man natürlich hier so eine kleine Brücke. Hier müssen wir natürlich noch Cobblestone hinmachen. Zack. Moment, machen wir hier noch schnell die Bahn weg. Dann noch so die kleine Wasserbahn hier. Ich würde gerne noch ein bisschen in die Richtung gehen. Ich weiß nicht, wie weit wir noch in die Richtung gehen können. Eins können wir noch. Gut, das muss die Wand jetzt sein, ne? Es sieht gut aus. Ich buddel mal eben noch hier ein Stück weg. Moment. Wir beenden gleich die Folge. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen buddeln. Da ist schon die Grasnarbe. Also unter Wasser sind wir aber nicht. Müsste der Steg jetzt sein, theoretisch, ne? Okay, wenn es so aber so gut geht, dann ist das gut. Da haben wir hier noch ein bisschen mehr Platz, das ist schön. Und wir müssen natürlich hier noch ringsherum alles auskleiden mit Cobblestone, ist klar. Aber das können wir dann in der nächsten Folge machen. Also, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.